furchtbar. Ich glaube, das ist so wie mit den anderen Sternen am Himmel. Die sieht man ja auch nicht, wenn es hell ist. Ja, wahrscheinlich. Also ab durchs Tor oder wie oder was? Schön. Mit ihm kann ich nicht reden. Komm, wir fliegen weiter. Also. Oh, wollt ihr schon gehen? Leider ja. Wir müssen meinen kleinen Stern nach Hause bringen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das ist süß. Ist der hier eigentlich alleine? Wohin fliegen wir denn, Laura? Ich weiß nicht. Aber da kommt irgendwas auf uns. Wir fliegen in eine andere Richtung als vorhin. Nicht raus, Lenny, ist kein Sauerstoff, ihr platzt. Süß. Socken! Diese Musik gefällt mir schon besser. Guck mal, Laura, das sind meine Socken. All die Socken, die ich überall gesucht habe. Und die vom Teddy. Stimmt's, Teddy? Teddy hat Socken? Die hast du schon vermisst. Was ist denn das? Die fliegen alle in die Waschmaschine. Und was hat das zu bedeuten? Keine Ahnung. Ich liebe Musik. Soll ich mal in der Waschmaschine nach meinen Socken gucken? Lieber nicht. Klapperdi, 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 klapperdi. Das höre ich immer, das höre ich immer. Die sind aber aufgeregt. Das höre ich immer, wenn irgendwelche Zicken mit mir reden. Klapperdi, klapperdi, klapperdi. Was tut diese Socke? Hallo Socke, was hast du denn? Okay, ich sag jetzt. Das ist schlimm. Schlimm. Ich sag jetzt lieber nicht, wonach das für mich klingt. Die durcheinander. Ringelsöckchen, Karosöckchen, Streifensöckchen. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, dann sortier sie doch. Schlimm. Sie wollen weg. Sie sind verwirrt, die Socken. Oh, wei. Wohin wollen sie denn? Nach Hause. Zum Tor hinaus. Hinaus zum Tor. Hab's zugemacht. Kann keiner mehr raus. Können wir dir irgendwie helfen? Helfen? Ja, das könnt ihr. Müsst finden die passenden Socken. Müsst sie da reinlegen. In den Korb da. Da in den Korb. Klingt eigentlich nicht so schwer. Aber das Schlimmste... Das Schlimmste... Ja? Rote Socke kann rote Socke nicht mehr finden. Oh. Ist weg, rote Socke. Findet ihr rote Socke? Ja? Ich glaube, sie meint ihre. Damit du nicht mehr alleine da so rumheulen musst. Guck mal, was wir machen können. Hilfe. Das klang so falsch. Leute, wir wissen endlich, was mit unseren Socken passiert, wenn sie weg sind. Ich finde, wir helfen der traurigen Socke. Du hast recht. Wenn, wenn in der Waschmaschine plötzlich Socken verschwinden, jetzt wissen wir, was los ist. Sie sind irgendwo im Weltall. Und jetzt? Ich frag mal. Du, Socke, was müssen wir denn machen? Machen? Sortieren müsst ihr. Aufmachen, Waschmaschine, finden richtige Socken. Socken richtig finden. Klingt eigentlich nicht so schwer. Nicht schwer? Also, pass auf. Zuerst machst du die Waschmaschine auf. Dann suchst du dir eine Socke aus und klickst die passende andere Socke an. Danach legst du die Socken mit einem Klick im Waschekorb ab. Und irgendwann taucht dein Freund der traurigen Socke auf. Den musst du auch anklicken. Soll das alles ein bisschen einfacher sein? Dann klicke hier. Wenn du es ein bisschen schwieriger haben willst, klicke hier. Sortieren mache ich leicht. Viel Spaß. Okay, uff. Achtung, die Socken kommen! Ich liebe die Musik. Aha. Super, jetzt die andere Socke. Ja. Toll, die ersten sind im Korb.
Das war jetzt falsch, ich wollte die gar nicht anklicken. Da. Prima! Schnell zum Wäschekorb! Ja, das war die richtige! Ich. Gleich hast du es geschafft! Super! Die passt! Tada! Alle Socken sind im Korb! Wow, waren das viele! Allein bin ich! Tommy, guck mal! Oh, die heult auch so! Allein! Das ist ein Fake-Heulen! Das ist doch der Freund von der traurigen Socke, oder? Klingt eher wie eine Sie! Oh ja, 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 das ist ganz schlimm, wie schnell die hier durch die Gegend fliegt. Rote Socke! Socke rote? Oh je. Da bist du. Du bist da. Ach ja, vielen Dank. Kriegen wir jetzt unsere Socken wieder? Wie bitte? Bitte wie? Ach, nichts. Kriegen wir jetzt unsere Socken wieder? Eigentlich seid ihr ganz nett. Nett ihr seid eigentlich? Was heißt hier eigentlich? Ja, okay, Sternchen will weiter. Ich glaube, mein kleiner Stern will weiterfliegen. Na dann los. Jetzt fliegen wir aber weiter. Oh, brecht ihr auf? Aufbrecht ihr? Oh. Ja, wir müssen weiter den Stern nach Hause bringen. Ihr müsst bald wiederkommen. Wie weit war das hier denn weg, immer bitte? Viel zu sortieren. Zu sortieren, viel gibt's immer hier. Wiederkommen bald müsst ihr. Auf Wiedersehen. Nein. Ganz so schön nicht. Wiedersehen auf. Was ist das, Laura? Aber Tommy, das ist Musik. Das ist alles aber keine Musik. Und das da? Ich glaube, das habe ich schon mal in meinem Notenheft gesehen. Ein Notenschlüssel. Was sind denn das alles für Sachen? Ich glaube, die gehören alle in die Küche. Mixer, Toaster, Kochlöffel, Töpfe. Du, siehst du hier irgendwo ein Tor? Ja. Ganz blass. Ich kann keins finden. Und wie sollen wir jetzt weiterfliegen? Wir müssen doch den Stern nach Hause bringen. Ja, das stimmt. Hier geht's bestimmt irgendwo weiter. Ja, da, aber da kommen wir vermutlich nicht hin. Kann da nicht mal ein Tor gewesen sein? Vielleicht? Deprimierte Mixer. Ich glaube, denen geht's nicht so gut. Ach, denen geht's super. Das ist ja ein Clown. Oh Gott, der heult auch so komisch. Komplett gefaked. Ja. Was hat der denn? Hallo, Clown. Oh, Besuch. Oh je, gruselig. Lulu und Hippora, tralala mit viel der Musik. Der sitzt hier auf dem Schwamm. Hasenpopel in Aspik, lalalala. Aber hier ist doch gar keine Musik. Das ist es ja eben. Gab's hier denn sonst Musik? Ja, offenbar schon. Ja, ja, ja. Hier war es immer lustig. Jetzt ist die Musik weg und das Tor ist auch weg. Jetzt kann kein Besuch mehr rein. Na doch, aber nicht mehr raus. Das ist wirklich schlimm. Okay, von der anderen Seite kommt auch keiner mehr rein. Oh Gott. Hast du es dann mal? Klopp dir bitte noch mehr auf den Kopf, damit du endlich still bist. Ja, was soll ich machen? Da gibt's doch bestimmt ein paar Sachen, mit denen man Musik machen kann. Der Toaster.
Laut dem Klappentext jetzt der Toaster. Toll, jetzt kann das Musikmachspiel losgehen. Wie geht das denn, Laura? Also, pass auf. Du suchst dir einen von den vielen Gegenständen hier aus. Zum Beispiel den Topf. Leg den Topf auf den Tisch. Wenn du nun auf den Topf klickst, kannst du das Instrument immer wieder anhören. Wenn du alle Instrumente gefunden hast, kannst du mit denen deine eigene Zaubermusik machen. Wie das geht, erkläre ich dir später. Wenn das Spiel ein bisschen leichter sein soll, klick hier. Möchtest du, dass das Spiel ein bisschen schwieriger wird, dann klicke hier. Komm, wir bleiben aber einfach. Viel Erfolg. Da sind direkt welche weg. Damit kann man trommeln. Guck mal, Tommy, das Tor. Okay, womit kann man noch Musik machen? Hier mit... Oh, schön. Hui. Tatsache. Mit Besteck, ja, mit Besteck kann man keine Musik machen. Nein. Oh, toll. Oh, weiß nicht. Hier, Salz. Das klingt ja toll. Super. Jetzt kannst du deine eigene Zaubermusik machen. In die freien Felder kannst du deine Instrumente einsetzen. Die Reihenfolge ist egal, aber es müssen alle mindestens einmal vorkommen. Hiermit kannst du dir deine Musik immer wieder anhören. Wenn du mit deiner Zaubermusik fertig bist, kannst du sie hiermit abschicken und das Tor öffnet sich. Zaubermusik. Ach so, ist schon drin. Machen wir es mal hier so ein Getrommel. Ach, da unten kann ich gar nicht. Ist ja langweilig. Das klingt doch dann total scheiße. Ja, wie gesagt, du musst das in die Musikzeile klicken. Habe ich doch. Du musst das in die Musikzeile klicken. Du musst das in die Musikzeile klicken. Okay, ja, hier kann ich nichts reinmachen. Gott, klingt das... Oh. Das Feld ist besetzt. Ja, ich mach mal den Toaster hier vorne hin. Gott, das klingt so kacke. Das klingt ja toll. Nein, klingt es nicht. Und das Tor geht auf. Es klingt absolut nicht toll, aber ich konnte ja sonst nichts machen. Das klingt schon besser. Lululu und Hippora, tralala mit viel Musik, Hasenpopel in Aspik, lalala. Ekelhaft. Du musst auch mitsingen. Na gut. Lululu und Hippora, tralala mit viel Musik, Hasenpopel im Aspik, lalala. Bei Laura hört man, dass sie das überhaupt keinen Bock drauf hat. Oh Gott, die Lache. Dann würde ich sagen, geht's direkt weiter, ne? Komm, Tommy. Tschüss. Tschüss, ihr zwei. Und vielen Dank. Guck mal, Tommy. Na, wer seid ihr denn? Sternschnuppen. Lass die doch in Ruhe. Ich sehe eine Hundehütte auf einem Mond. Oh, guck mal! Ah, da ist der Stern zu Hause. Ich glaube, hier ist mein kleiner Stern zu Hause. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Möchtest du darauf, kleiner Stern? Ja. Weltraum Hunde! Wo kommen denn die Hunde her? Tommy, pass auf! Und weg! Ist er weg? Mann, schütz mich und ist weg! Komm, wir suchen deinen Beschütz mich und.
Warum fliegen die jetzt? Hä? Der ist doch nur die Hundehütte gerannt. Oh Gott, das alte Hundespielzeug fliegt da auch irgendwo rum. Oh, Buffy. Der da hinten ist so süß. Na, hier ist ja was los. Und wie? Hast du deinen Beschützmischhund schon gesehen? Leider nein. Oh, ist der süß. Ja. Was ist denn das? Eine Hundepfeife. Ich glaube, das ist eine Pfeife. Ja, eine Hundepfeife. Wer? Oh. Pfeift da? Oh, oh süß. Hallo, ich bin Tommy. Ich suche einen kleinen braunen Hund auf Rädern. Habt ihr ihn gesehen? Ja. Der war hier. Oh, irgendwo. Oh, süß. Die hatten doch auch eins mit in der Rakete. Guck doch. Mal in das Fernglas. Ohne meinen Beschützmischhund gehe ich hier nicht weg. Ja, ist ja gut. Nicht. Dann nimm Komm, das Fernglas. Ich nehme deinen Beschützmischhund. Okay. Okay. Kannst du schon was sehen, Tommy? So, ich zeig dir mal, wie du durch das Fernglas schauen kannst. Ja gut, ich habe keine Ahnung, wie man durch Ferngläser schaut. Dann suchst du die Umgebung ab. Wenn du den Beschützmischhund siehst, musst du ihn ganz schnell anklicken. Ah, der verschwindet sonst wieder, wa? Wenn die Suche etwas leichter sein soll, dann klicke hier. Möchtest du, dass die Suche schwieriger wird? Klicke hier. Nee, wir machen leicht. Jetzt geht's los. Bei sowas habe ich die Reflexe einer Dschungelpflanze. Das ist er, mein Beschützmischhund. Gefunden. Oh, toll. Komm, Beschützmischhund, komm her. Meinst du, der hört? Da ist er wieder. Endlich habe ich dich wieder. Der holt sich sein Fernglas wieder. Hallo, kleiner Hund. Oh, süß. Schmeiß. Vielen Dank für das Fernglas. Kann ich jetzt aufhören? Komm, Tommy. Moment. Tschüss, ihr drei. Ah, süß. Der da vorne, den Shirt ist gar nicht. Der pennt einfach weiter. So, jetzt aber. Nein, nicht schon wieder. Hey, hier lang! Will dein Beschützmischhund wieder zurück? Sieht ganz so aus. Nee, du bleibst schön hier. Und weg ist das Pflaster, die ist wieder angeheilt. Die Zacke. Zum Glück ist mein kleiner Stammbär ganz gesund. Jetzt ist er wieder zu Hause. Ja. Hui. Ja, wir hauen ja schon wieder ab. Er will, dass wir einsteigen. Der hat keinen Bock mehr auf euch. Und up. Tschüss, kleiner Stern. Tschüss. Komm, Tommy. Diesmal geht's Guck steil bergab. Die Erde. Aha. Oh, ist die aber klein. Bald sind wir wieder zu Hause. Ich bin ja auch so müde. Das da ist mein Stern, Laura. Und
Und daneben ist der Stern vom Beschützmichhuhn. Oh. Und dein Stern ist jetzt auch wieder zu Und wo ist der von Teddy? Teddy kriegt keinen Stern. Ja, Tommy. Und wir beide müssen jetzt ins Bett. Ja, allerdings. Das gibt's Ärger. Obwohl den Eltern scheint es ja scheißegal zu sein, was ihre Kinder nachts treiben. Yo Leute, das war es. Das war Lauras Sternreise. Ich glaube, das ist das erste Tivola-Abenteuer hier auf meinem Kanal. Ich fand's lustig, ich hoffe, ihr fand's auch schön. Sternchen ist wieder zu Hause und wir sehen uns bei einem anderen Let's Play wieder. Tschüss.